Herzlich willkommen, Freunde. Wir befinden uns noch im Malfen Froh City. Sind hier noch nicht so weit gekommen, dass wir jetzt fertig sind. Wir haben im letzten Part die Route unter Malfen Froh City vervollständigt. War neu im Malfen Froh City. Da auch eigentlich schon alles abgeräumt, was wir hätten abräumen können. Und ja. Hier gibt es zwei Items, die uns noch fehlen als wirklich wichtige Items. In der Stadt kann man nebenbei auch von Gene 60 das Modul ändern lassen. Wenn ein Gene-Sec hat. Hey, sag mal, magst du Achterbahnen? Und Fahrgeschäfte, bei denen man laut schreien muss. Ja, also wenn man da ja antwortet, kriegt man freier Fall. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, was Achterbahn angeht, Also ich mag nicht. Ehrlich nicht, da drin zu fahren. Bin ich ganz, ganz ehrlich. Aber meine Projektprüfung in der Schule damals habe ich über Achterbahn gehalten. Ja, passt irgendwie nicht so ganz, ne? Naja, es lag halt daran, dass mich diese Physik sehr dahinter interessiert hat. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Kriege ich hier auch irgendwo Info, wo was ist? Radlan, toll. Mich hat halt die Physik dahinter sehr interessiert. Und deswegen. Ja. Ah, gut, hier bin ich richtig. Hier kriegen wir nämlich noch eine TM her. Nur ich weiß jetzt nicht, wo, von wem. Aber ich weiß, dass wir sie auf jeden Fall hier kriegen. So. Du vielleicht? Du? Oder habe ich... Ne, die TM habe ich nicht. Ich habe extra nachgeguckt. Damals doch. Kanon. So. Gut, damit hätten wir die TM Kanon eingesammelt. So, was gibt es jetzt hier noch auf dieser Route? Route sage ich schon. In dieser Stadt zu holen. Also, wir haben die Tim Kanon freier Vollkehrtwende, haben wir auch gefunden schon. Eilen Kunstrad, das ist klar. Nuggets sind jetzt nicht so unbedingt das Weltbewegende. Die Kampfkamera haben wir schon gefunden. Das Einzige, was ich jetzt hier noch als relativ interessantes Item empfinde, ist das Metronom. Wo ich mir jetzt nicht mal sicher bin, ob ich das jetzt schon habe oder nicht. Von einem Mann auf dem Dach soll ich das kriegen. Ich rede jetzt einfach mal hier mit allen. Obwohl, ich könnte ja einfach auch mal ganz einfach gucken, ob ich das Metronom habe. Dann brauche ich mir jetzt nämlich nicht hier die Arbeit machen und demnach durchzugehen. Achso, warte mal, was? Megablock, blablabla. Schuhband. Nö, scheinbar habe ich es noch nicht. Dann können wir dann hier nochmal kurz gucken, weil irgendein Mann auf dem Dach sei zwar kein... Ja, okay, ich glaube, ihr seid damit definitiv nicht gemeint. Ach gut, ich passe hier durch. Düpp, 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 düpp. Ein Mann, ein Mann, ein Mann. Du vielleicht? Du bist wie so ein Stalker hier. Ich hatte sogar recht hier mit dem Stalker sein. Ja, ja. So, können wir jetzt petzen? Hm? Hallo? Minum. So, das ist noch ein, da ist noch einer. Yay. Du vielleicht? Du bist kein Mann. Du bist eine Oma. Oh. Aha. Na, was sucht sie denn da oben?
Na, wenn sie meint. Midi. Kann ich auf das jetzt reiten? Oh, schade. Ja. 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 Okay, dein Pokewedel. Haben wir jetzt auch bekommen. Dankeschön. No. Kleines Ding, du. Da haben wir noch einen Mann. Ist das jetzt der, den ich suche? Ja, komm, rück mal rüber. Da haben wir es doch schon. Für 1000 Pokédollar den Metronom gekriegt. So. Dann haben wir das jetzt auch. So. Mal ganz kurz gucken, wo machen wir weiter? Machen wir jetzt, welche Route ist jetzt die nächstgelegene? Oh, mein Akku ist rot. Shit. Ich habe mein Ladekabel nicht hier. Ich glaube, da machen wir heute mal ein bisschen mit Tempo. Die Route 111 ist die Route, die nach oben hinweg geht. Genau. Hier. Das müsste die hier oben sein, genau. Das ist die 18 und das ist die 17. Also gehen wir nach oben, vollständigen diese Route eben. So. Dup. So, ich würde gerne... Wir haben das Silberabzeichen dieser Route. Schon mal etwas. Ja. Uns fehlt nur hier ein Schmerbe. Das hole ich dann noch. Bräuchte ich mal Zitrümmerer. Jo, Panzeron. Okay, was gibt es hier für Items? Ich stelle mich jetzt. Die Wüste gehört ja mit zu dem Ganzen, oder hat die ein extra. Achso, die hat ein extra Trennung hier mit den Pokémon. Okay. Hier wechselt ja gleich die Route, wa? Genau. Hier haben wir schon das Goldemblem auch schon. Also habe ich hier nur das Schmerbe. Was ich hier für das Goldemblem fangen müsste. Okay. Ich muss hier wieder Zentrum reinsetzen. Na. Oh, na, wer begegnet mir hier? Kleinstein. Hallo Steinklein. So, und die Flucht schnell. Zack und tschüss. So, dann holen wir uns hier eben Schmerbe. Mit der Superangel solltest du eine 100%ige Wahrscheinlichkeit haben, dass du sogar anbeißt. Na komm schon, beiß an. Hab dich nicht so. Wieso will ich hier nichts anbeißen? Ihr seid böse und blöd und doof und alles zusammen. Wenn ich jetzt die richtige Angel genommen habe, habe ich da den Fallen Schmerbe. Habe ich die falsche Angel genommen? Kann gut sein, dass ich jetzt... Jo, ich habe die falsche Angel genommen von beiden. Hoppala. Sorry. Dann war das die super Angel. Mann, ich kann die von den Bildern nicht auseinanderhalten. Hm.
Na komm schon. Zumindest das Schmerbe jetzt auf jeden Fall haben. Ach! Geht doch! Jetzt aber, jetzt müssen wir das Schmerbe auf jeden Fall haben. Da ist es doch schon. Hallöchen Schmerbe. Level 35. Schmeißen wir einfach mal den Flottball. Vielleicht haben wir Glück. So. Was gibt es auf dieser Route noch alles zu fangen? Na gut, Schmerbe ist auf jeden Fall schon mal drin. Sandan, Knackleon, Tuska und Pupanze gibt es hier hauptsächlich zu fangen. Theoretisch müssten wir jetzt hier alle Wasser-Pokémon haben. Wie es diesen Abschnitt gibt. Wasch aussehen. Hopp, ja. Und tschüss. Damit hätten wir ein Schmerber. Sehr schön. So. Gut, damit wäre das ja auch schon mal vervollständigt. Der von dem Pokémon. Gut, was haben wir jetzt hier für Items, die drängen oder die es gibt? Das Macho Band, das haben wir. Dann gibt es hier noch ein AP Plus, was interessant wäre. Wenn dann die Fossilien bzw. die TM Sandsturm. So, aber sonst haben wir hier alles. Naja, da begegnen uns schon mal das erste Pokémon. Sandan! Und du. Sandan ist auch ein schönes Pokémon. Hab ich echt gern. Oje. Ich glaube, ich muss hier gleich die Aufnahme abbrechen. Fürs Erste, weil mein Akku blinkt jetzt rot. Ich habe mein Ladekabel gerade nicht zur Hand, das tut mir leid. Ich denke mal, das ist verzeihbar kurz. Dann machen wir nämlich die Wüste dann beim nächsten Mal. Und machen noch ein bisschen mehr dann und so. Gut, also ich spreche lieber ab, bevor mir hier das, was ich jetzt schon aufgenommen habe, nochmal neu aufspielen darf. Bedanke mich schon mal fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin!